Und wir machen weiter mit dem. Meine Regie sagt mir nichts. Ah, mit Ilona. Mit Ilona, und Ilona ist 54. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Ilona, um was geht's bei dir? Ich möchte eigentlich was Positives erzählen, obwohl es eigentlich ein trauriger Anlass ist. Mein Sohn ist tödlich verunglückt. Wann? Durch einen Stromschlag. Wann ist das passiert? Das ist vor knapp einem Jahr passiert. Wie alt war dein Sohn? Mein Sohn war 26. Was ist denn da genau passiert? Es war eine Wasserpumpe, die er angegriffen hat, also umsetzen wollte. Und da war dann irgendwie Starkstrom drauf. Das ist nicht hundertprozentig geklärt. Das Landeskriminalamt hat es untersucht. Aber so hundertprozentig kann man das nicht sagen, was die Ursache war. Aber es war ein Stromschlag. Aber wie das dazu gekommen ist, ist es sehr, sehr schwierig. Das ist nie geklärt worden. Bitte? Das ist nie geklärt worden. Nein, es ist noch bei der Staatsanwaltschaft. Ach so. Und dieser Stromschlag war sofort tödlich? Ja, er war sofort tot. Das heißt, da muss ein Starkstrom drin gelegen haben? Ja. Die haben Bodenproben, Bohrungen gemacht dort im Garten, wo es passiert war, weil sie dachten, da würden Leitungen liegen, aber das war es dann wohl auch nicht. War dein Sohn war der Heimwerker, ist es ihm so passiert? Nein, das war bei Freunden. Also nicht im Beruf ist es nicht passiert? Nein, nicht beruflich, es war bei Freunden. Mhm. Es war ganz schlimm, es waren junge Leute da, seine Freunde, die das ja auch miterlebt haben. Die das gesehen haben? Ja, ich bin ja erst später dazugekommen, da war er wohl schon. Die haben ihn ja trotzdem ins Krankenhaus gebracht und ihn versucht, eine Stunde zu reanimieren. Und wie ich da, ich wurde dorthin gebracht von der Kriminalpolizei. Die haben mich zum Krankenhaus gefahren. Und jedenfalls kamen sie nachher und sagten, er hat nicht überlebt. Aber ich habe es auch schon gespürt gehabt. Bist du denn auch in das Zimmer noch reingegangen? Er war auf der Notaufnahme. Ich bin hineingegangen. Ich wollte mein Kind sehen. Erst wollten sie es nicht, aber man hat dann mich doch noch hineingelassen. Das fand ich auch toll. Ich habe die Zeit bekommen, die ich brauchte dort. Du warst dann noch alleine mit ihm? Ja, ich konnte mich verabschieden. Wo ist denn der Vater gewesen? Bitte? Wo ist denn der Vater deines Sohnes gewesen? Ich lebe alleine. Ich habe meine Söhne alleine großgezogen. Ja. Wie mein Sohn anderthalb war, ist der Vater gegangen. Dann konntest du dich im Krankenhaus dann noch von deinem Sohn verabschieden? Ja, habe ich auch gemacht. Und dann, was ich toll fand, war, die Kripo hat die Freunde mit ins Krankenhaus gefahren. Die waren auch dann da. Und nachher haben die mich auch zu meinen Eltern gefahren, weil einer muss es denen ja auch sagen, den Großeltern. Ja, das war eine schlimme Zeit, aber ich habe... Du wolltest gerade sagen, dass du, obwohl es sehr traurig ist, etwas Positives erzählen wolltest. Ja. Ich muss sagen, es ist ein trauriges Erlebnis. Es ist auch schlimm, aber auf der einen Seite sage ich auch, es war gut so, wie es war. Weil wenn er überlebt hätte, das hätte er nicht gewollt. Er wäre ein pflegebedürftiger Mensch gewesen. Und das wäre es nicht gewesen. Was ich festgestellt habe, er hat tolle Freunde, hätte ich nicht gedacht, wie viel Freunde er hat. Und seine Wohnung musste ja auch aufgelöst werden. Und die haben alles übernommen, die haben alles geregelt. Die waren immer für mich da und sind heute noch immer für mich da. Das ist eine schöne, das ist wirklich schön zu hören. Das hört man nicht so oft. Nein. Und ich habe auch gearbeitet, aber im März hatte ich dann meinen Zusammenbruch, dann ging es nicht mehr. Und da muss ich sagen, da habe ich festgestellt, wie gut eine Krankenkasse sein kann. Man hört ja immer so was Negatives. In der Regel ja. Ja, aber ich muss sagen, ich habe eine Reha bekommen, die war toll. Und wie ich wiederkam, mir ging es da psychisch nicht sehr gut. Ich habe innerhalb von 48 Stunden eine Therapeutin gehabt. Die hat die Krankenkasse besorgt und das passt auch sehr gut. Die Krankenkasse hat das sogar besorgt, ja, organisiert. Ja, die haben sich drum gekümmert. Dann kannst du aber vom Glück reden, dass du da gut betreut wirst. Ja,
auch die rufen einmal im Monat an und fragen, ob sie noch was tun können. Mhm. Die haben Konzentrationstraining. Bist du denn Privatpatient? Nein, nein. Ganz normaler Kassenpatient. Ja, dann ist es wirklich ein ausgesprochener Sonderfall. Ja, ich war so überrascht, welche Hilfen ich da bekomme und dass die wirklich alles versuchen, was möglich ist, damit ich wieder den Weg ins Leben finde, weil das ist eigentlich das Schlimme für mich im Moment. Hast du denn jetzt den Eindruck, dass du jetzt ein wenig, zumindest ein wenig schon, auf dem Weg wieder ins Leben gegangen bist? Ja. Das schon? Mhm. Durch die Therapie, die ich habe. Ich habe eine tolle Therapeutin und die begleitet mich jetzt, so lange wie ich sie brauche, so in das andere Leben, was ich habe. Weil ich merke, ich habe mich sehr verändert. Ich sehe viele Dinge auch anders. Was siehst du jetzt anders durch den Tod deines Sohnes? Wie wertvoll das Leben ist. Dass es ein Geschenk ist und dass das ein hohes Gut ist, womit man vernünftig umgehen muss und dass das Leben nicht nur aus Arbeiten besteht. Mhm. Man muss sich Zeit für sich nehmen und dass man selber wichtig ist. Mhm. Und das habe ich die ganze Zeit nicht gehabt. Ich habe immer versucht, meine Kinder großzuziehen, gearbeitet und getan und gemacht, um weiterzukommen. Mhm. Ja, wie ein Workaholiker fast. Es gibt noch ein Kind, einen Sohn. Ja, ich habe noch einen Sohn. Ja. Wie alt ist der? Der ist, jetzt ist er auch 26, der ist anderthalb Jahre jünger. Der hat auch sehr gelitten, leidet, ist immer noch traurig. Mhm. Aber er hat es am Anfang gehabt, dieses Tief, und jetzt ist es besser. Mhm. Kannst du ihm das auch so vermitteln, was du mir gerade gesagt hast? Ich verstehe dich gerade ganz schlecht. Es quietsche ein wenig. Ja. Jetzt geht es besser. Kannst du mich jetzt besser hören? Ja. Ich wollte fragen, kannst du ihm das auch so vermitteln, wie du es uns gerade gesagt hast, wie du jetzt das Leben anders siehst? Ja. Ja. Und für ihn auch. Es hat sich für ihn ja auch verändert. Er hat so die Veranlagung wie ich zu arbeiten und er hat dann auch direkt gesagt, ich habe nur ein Leben und es kann nicht sein, dass ich nur arbeite, weil er auch so arbeitswütig ist. Und er lebt auch anders. Da kann man ja sagen, dass dieses große Unglück, der große Verlust, euch zu einer wahrscheinlich sehr wichtigen Lebenseinsicht geführt hat. Ja. Und insofern sogar etwas Gutes hat, sofern man davon als gut sprechen kann, wenn jemand stirbt. Aber man kann es ja vielleicht doch so sehen. Ja, es ist ein Geschenk, was er uns hinterlassen hat. So sehen wir das. Obwohl ich weiß, dass ich noch einen langen Weg vor mir habe, weil ich gerade erst in dieser Trauerverarbeitung bin. Aber ich denke, ich werde es finden, aber es ist halt vieles anders. Ja. Man sieht auch vieles anders, worüber sich andere Leute aufregen, wo man sagt, hallo, es gibt doch viel Wichtigeres, das ist doch gar nichts. Weil das Leben ist so wertvoll. Oder wenn man seine Kinder hat, das ist so wertvoll. Man soll jeden Tag genießen. Und das Beste daraus machen. Ja, und das ist, was vielleicht für mich auch ein bisschen leichter ist. Bei mir sind keine offenen Fragen, weil wir, obwohl er nicht mehr zu Hause gewohnt hat, wir haben ständig Kontakt gehabt. Wir haben ein sehr intensives Familienleben. Und es sind keine Fragen offen gewesen. Das ist auch sehr gut, wenn man das sagen kann. Ja, dass man nicht sagt, ach, hätte ich ihm das noch gesagt. Genau. Was komisch war wohl, als ob er es geahnt hätte. Er hatte wohl ein paar Wochen vorher zu den Freunden gesagt, einfach mal so, wenn mir mal was passiert, passt auf meine Mama auf. Oder eine Woche vor seinem Tod hat er mich in den Arm genommen, meinte, er hätte mich so lieb, das soll ich nie vergessen. Und da sage ich mir irgendwo, vielleicht hat er unbewusst, ich sage immer, der liebe Herr da oben, ihm nochmal die Möglichkeit gegeben, sich zu verabschieden. Liebe Ilona, vielen Dank für deinen Anruf und dass du uns das so gesagt hast. Das fand ich sehr bewegend und sehr richtig, was du gesagt hast. Ja. Vielen, vielen Dank und alles Gute für den weiteren Weg. Ja, danke. Auf Wiederhören. Tschüss.